Ja, Yannick und Vince, herzlich willkommen. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben in der Instagram-Story unsere Fans aufgerufen, ein paar Fragen an euch zu stellen. Wir hatten ja bisher bei beiden ja nur einmal die Möglichkeit, euch zu sprechen beim ersten Interview. Und jetzt haben wir ein paar Fragen aus erster Hand. Ich würde sagen, wir starten mal mit einer relativ einfachen. Der Weg zum Profi 2023 fragt, was euer Lieblingsessen ist. Lieblingsessen? Gute Frage. Für mich ist ganz klar Lasagne. Habe ich immer. Seit ich jung bin. Ich habe kein Lieblingsessen, aber ich würde auch in die Pasta-Richtung gehen, einfach weil wir es auch oft essen. Flo03BR fragt, wir sind ja gerade im Trainingslager, vielleicht ganz gut passend, wie fit fühlt ihr euch denn schon für die kommende Saison? Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon 2,5 Wochen gut dabei, haben intensiv gearbeitet und ich persönlich fühle mich fit, aber ich glaube auch die ganze Mannschaft zieht ganz gut mit. Ja, eigentlich genau gleich. Ich fühle mich auch eigentlich richtig gut, aber die nächsten Spiele sind natürlich auch wichtig, glaube ich, wo wir dann noch mehr Minuten spielen werden, glaube ich, alle, weil wir natürlich langsam Richtung diese 90 Minuten müssen am Endeffekt. Dann die nächste Frage wäre vom Bene Hitze. Vincent, gerne fang du an, was dein Lieblingsfilm ist. Boah. Yannick hat jetzt natürlich Zeit zu überlegen. Lieblingsfilm. Irgendwas Bestimmtes aus der Vergangenheit. Also ich kann ja anfangen, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Mein Lieblingsfilm, also ein guter Film, den ich jetzt so parat habe, ist Das Streben nach Glück. Das ist ein guter Film, genau. Wer ihn noch nicht geguckt hat, guckt ihn an. Oder musst du noch mal zu Hause in den DVD-Schrank gucken? Ich habe so viele. Das Streben nach Glück. Noch nie geguckt? Wer spielt da drin? Will das Smith ist dabei. Ich habe schon gedacht, ist das mit seinem Sohn? Ja, genau. Okay, der ist genial, du hast es gesagt. Aber ich kenne natürlich den nicht auf Deutsch. Ich muss auch sagen, der von Will Smith ist sehr gut. Ich finde auch, der heißt Law Abiding Citizen. Okay. Kennt ihr das? Nein. Sagt mir gar nichts. Nein. Okay. Aber wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit, auf Deutsch ist das anderes. Aber Law Abiding Citizen, also der ist schon auch ein Tick älter, aber ja, der ist richtig cool. Richtig sehr gut. Sehr gut. Da haben wir ja zwei Empfehlungen, die Leute auf jeden Fall mal mitnehmen können. Dann Rafa855, gerne dann wieder du, Yannick. Wie seid ihr auf Fußball gekommen? Also wie sind die ersten Schritte früher, ganz früher gewesen? Warum Fußball? Bei mir ganz klassisch, auf einem kleinen Dorf groß geworden. Da gibt es gefühlt nur Fußball. Mein Vater hat früher Fußball gespielt und dann mit 4, 4,5 im Verein angemeldet und seitdem nicht mehr aufgehört. Und bei mir war es eigentlich wegen meiner Kumpels damals, aus der Schule eigentlich. Und die haben schon alle angefangen Fußball zu spielen und ich war eigentlich der Letzte. Und dann, in der Schule haben die eigentlich gemerkt, während der Pause, dass ich gerne auch Fußball spiele und das auch nicht so schlecht war. Und dann haben die auch gesagt, komm einfach dazu. Und dann war ich eigentlich der Letzte aus der Klasse, der dazugekommen ist, aber... Hast du denn vorher noch was anderes gespielt? Oder war es jetzt eine andere Sportart Nummer 1? Nein, ich war da auch nur 5 Jahre. Aber, ach so, okay. Also es war nicht spät, aber so in der Klasse, alle anderen haben schon angefangen. Ich war wirklich der Letzte von all meinen Kumpels damals. Und danach eigentlich immer Fußball und dann noch Tennis auch noch gespielt. Das waren die zwei Sportarten. Wunderbar. Dann die nächste Frage von der Pauline Brüg. Wer sind eure Zimmerpartner hier? Ich bin mit Daniel Bunk auf dem Zimmer. Bunki. Sehr gut, sehr gut. Da wird wahrscheinlich auch häufig die Amtssprache niederländisch sein im Zimmer, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist eigentlich kein Deutsch gesprochen auf dem Zimmer. Aber ist auch okay. Ich habe die letzten Jahre auch Deutsch gesprochen, glaube ich auch. Hast du es auch sehr gut drauf, das muss man ja wirklich dir zugute halten. Danke. Dann die Frage von Henry 8. Ihr habt zwar die Nummer 6 und 9, aber habt ihr generell eine Lieblingsnummer oder sind es die beiden schon? Also für mich ist die 9 ganz klar meine Lieblingsnummer. Ich bin auch 9. August, ist auch mein Geburtstag, also von daher passt das. Perfekt. Ja.
Ja, im Fußball ist auch so ein bisschen die 6, aber generell auch die 26. Deshalb war ich auch am Überlegen, weil die auch frei war, die zu nehmen. Also eins von den beiden. Sehr gut. Und nächste Frage vom Dustin Bean. Welchen Eindruck macht der Verein auf euch, Fortuna Düsseldorf? Was sind so die ersten Momente gewesen, eure ersten Eindrücke? Vincent, gerne. Ja, eigentlich gut, groß, glaube ich auch. Und wenn man hier sieht mit Staff und also seriös natürlich auch. Aber auch ja bisher, weil wir natürlich auch noch nicht diese, also kein Spiel noch im Stadion hatten. Und ich glaube, dann kann man wirklich sehen, wie es abgeht in Düsseldorf. Aber bisher für mich auch entspannt eigentlich. Und fühlt sich eigentlich ja, sehr, sehr gut an für mich dann. Ja, ähnlich, was er sagt. Recht positiv. Entspannte Truppe. Wirklich. Viele coole Jungs, auch gute Qualität drin. Haben uns, glaube ich, beide ganz gut jetzt schon eingelebt und sind ganz gut integriert, denke ich. Dann nochmal eine Frage an dich, Vince, von It's Nico. Wieso bist du von NRW nach Baden-Württemberg gewechselt und jetzt wieder zurück nach NRW? Hat es dir hier in unserer Region so gut gefallen? Ja, das ist eine gute Frage von Nico. Ja, das ist, wenn ich das alles mal erklären muss, dann wäre das eine lange Geschichte, aber ja, ich habe damals natürlich eine Chance gesehen bei Freiburg und den habe ich genommen und hat sich ausgezahlt auf jeden Fall. Ja, doch, aber nicht so, wie wir eigentlich gedacht haben, aber im Endeffekt bin ich sehr glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe, aber es war natürlich weit weg von zu Hause und von daher passt der NRW schon damals, haben wir uns gut gefühlt hier und Düsseldorf ist natürlich auch eine kleine Stadt und glaube ich auch sehr schön, um zu wohnen. Und ja, freuen wir uns, dass wir einen Tick näher an die holländische Grenze wieder sind. Dann eine generelle Frage nochmal an euch beide vom Gianluca. Wart ihr bei Freiburg schon enge befreundet oder ist das jetzt durch Fortuna nochmal besonderer geworden, dass ihr beide hier gelandet seid? Willst du sagen? Ich fange mal an. Ich glaube, wir hatten schon sehr guten Kontakt in Freiburg. Das ist jetzt nicht so, dass wir das erst hatten, dass wir jetzt hierher gekommen sind. Waren ja auch bei Auswärtsspielen auf dem Zimmer. Deshalb war das ja auch ganz lustig in der Entstehung, wo wir dann beide mal so im Frühling auf dem Zimmer erzählt haben, was so im Sommer anstehen könnte. Und dann war es bei beiden Fortuna. Also war der Kontakt schon vorher da und generell coole Jungs in Freiburg gehabt, aber haben uns da schon echt gut verstanden. Außer Vince sagt jetzt was anderes, aber. Ja, nein, ich. Ist genau für mich auch genau gleich. Also es hat sich nicht viel, also eigentlich nichts geändert zwischen uns jetzt seit im Vergleich zu letztes Jahr. Also. Wunderbar, immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Entnehme ich den Aussagen auf jeden Fall. Ja, ja. Dann eine schnelle Frage von Danny Care 7. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi. Also, guck mal, da auch wieder Einigkeit. Und dann zum Abschluss. Die wahrscheinlich beliebteste Frage, die auch oft beantwortet werden muss. Was sind eure kurzfristigen Ziele mit der Fortuna von Gianluca? Und dann haben wir aber schon einen ganzen Batzen beantwortet gekriegt. Klassikerfrage von Gianluca. Ja, nicht einfach. Kurzfristige, hat er gesagt. Boah. Was ist kurzfristig? Ja, also gut in die Saison zu starten, also für mich die erste Spiele, also das erste Spiel ist eigentlich schon, glaube ich, sehr, sehr cool und groß, glaube ich. Also freue ich mich riesig darauf. Also kurzfristig würde ich halt sagen, ich würde das erste Spiel direkt gewinnen und zeigen, was wir drauf haben. Aber ja, klar, die spielen danach genau das Gleiche, aber einfach gut reinstarten mit einem guten Gefühl und ja, ich glaube, das tut eine Mannschaft und eine Gruppe natürlich auch gut, wenn man Erfolg hat. Und ja, von daher ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn man damit direkt anfangen kann. Ich glaube, da kann ich nicht so viel hinzufügen. Was er gesagt hat, gut reinstarten, alle möglichst gesund haben und dann einen guten Saisonstart hinlegen. Ja. Dafür legen wir jetzt hier den Grundstein noch in der Restwoche, die wir haben. Ich danke euch beiden auf jeden Fall und unseren Fans für die Fragen. Hat Spaß gemacht und ihr konntet ja auch jede perfekt beantworten. Wir werden sie sich freuen. Danke. Super, kein Problem.